liebe Tabletop-Freunde. Schön chaotisch hier wieder alles, ne? Was haben wir denn hier? Ihr seht es schon. Ganz viele Ork-Pickups, einen Copter und viele Boys und. Unbemalte Ja. Orks. Warum dieses Video? Ich verstehe es auch nicht. Ja, ich wollte einfach mal zeigen, wie unbegabt ich bin im Malen. Wollen wir mal ernst sein hier. Wann ist halt nächste Woche? Ja, nächstes Wochenende. Also jetzt nicht kommendes, sondern nicht darauf das Wochenende. Ist ja Ja, schon. zwei Wochen, ja. Was ist da? Das super duper mega geile Table Fighters 2.0 TTM-Turnier. Oder was Kalmar mitzocken möchte. Oh, Ja, Junge. ob es zocken wird, weiß ich nicht, aber. Zum ersten Mal Orks im Turnierbereich. Von mir selber zumindest. Sonst wären überhaupt nur Necrons oder Elder, aber naja, Deswegen früher waren die ja nicht so hart wie jetzt. muss er Gas geben, ein bisschen bemaltechnisch. Ja. Ja. Punkte mitnehmen, wo geht. Was spiele ich denn? Ja, wie man es hier schon sehen kann, natürlich optimierte Orks, was man mit dem Graskull Tragger Supplement basteln kann. Was braucht man dazu? Ich habe natürlich mein Lieblingsmodell von den Orks dabei. In Kombination. Da haben wir hier den netten Herrn Grasgul Tracker. Was kann der so alles? Ja, in dem Supplement kriegt er sein super dupes Sonderregelchen mit: Ich darf jede Runde den War ausrufen, und wenn ich den War ausrufe, hat der nette Kamerad hier einen Zweier Retter. Macht ihn natürlich zu einem echt unverschämten Biest. Der wird natürlich begleitet von einem Big Mac mit Spezialkraftfeld. Da habe ich durch einen netten Bekannten, langjährigen Hobbyfreund, den ich seit kurzem endlich mal hier wieder getroffen habe, bekommen. Ist einfach das coolste Big Mac-Modell, was man haben kann hier. Aber leider nicht mehr zu kriegen von GW selber. Musste ich mir halt über das Lager beschaffen, so wie wir ihn nennen. Der Typ hat einfach alles, der ist einfach der Knaller. Dazu Doc Sneegrot, hier diesen Badass. Doc, gefolgt von zwei Meganob Warbossen. Hier die Warbosse in Mega-Rüstung, weil stärker und so. Und natürlich der Warboss-Banner. Nein, nicht Warboss-Banner, der Warbanner. Damit die alle in dem Trupp nochmal ein KG Plus kriegen. Und ja, was kann denn dieses Conceal of War, wie man es dann da nennt, aus dem Supplement? Ja. Alle Einheiten haben, also aus diesem Trupp, die sind alle komplett furchtlos. Graskull darf ja in Kombination mit den restlichen Formationsteilen jede Runde den War ausrufen. Der Vorteil allerdings auch in diesem Trupp ist, wenn man nicht die erste Runde hat, halt mit den Orks, darf man Moral, Pinning, Angst, also die ganzen Moraltests, darf man in 12 Zoll Umkreis von diesem Trupp wiederholen. Was halt ganz cool. Macht die Orks dann halt weniger anfällig für Moralprobleme. Wenn ihre Pickups explodieren in erster Runde. Ja, wahrscheinlich. Ja gut, ich kann ja eine Straße an Kettenreaktionen auslösen. Also bei 2, 4, 6, 7 Pickups dürfte das auf jeden Fall möglich sein. Ja gut, das Spezialkraftfeld hast du einen Nee, Fünfer? nee, Nee. Vierer diesmal, Vierer aber diesmal? nur halt gegen Beschuss, und es ist ein Rettungswurf, also kein Decker. Und das Also kriegt das Fahrzeug selber und im Umkreis auch noch was, oder? ja, solange der Big Mac nur im Panzer ist, kriegt halt nur der Panzer das, diesen Retter. Aber sobald der Pickup quasi platzt, dann alle Einheiten in 6 Zoll Umkreis profitieren halt auch von diesem Schutzschild. Macht die Orks halt gegen Beschuss noch ein bisschen safer, auch im Charge, weil ist ja Beschuss, da darf ich ja dann auch noch den Vierer-Retter benutzen. Vierer-Retter immer noch besser als Sechser Rüster oder gar nichts. Ist das quasi dein Rückgrat deiner Armee? Ist halt dann so. Genau. So, ja, Conceal of War ist quasi so die Helden-Selection. Was nehme ich denn als Core, also Standard? Ja. Dafür brauche ich dann wieder mehrere Pickups, mehrere Boys-Einheiten. Ja, du musst sogar, glaube ich, ja, du musst, glaube ich, 6 Boy-Einheiten mitnehmen. Genau, in dieser Warband, die ich halt spiele, als Core. Und jeder, der die Warband an sich kennt, der kennt natürlich auch den Lucky Stick Boss.
Keine Sorge, bis zum Das ist der Schluss. hier quasi, Genau. ja. Da gibt er noch einen Lucky Sticky. Ja, den hat Oder er ist auch das der in. hier? Das ist der Lucky Ist der Stick. Lucky Sticky? Den habe ich selber gebastelt aus ein Junge. bisschen Necrons? Necron-Stuff. So muss ja irgendwie anders aussehen. Okay. Weil es gibt ja auch nichts, was ihn genau beschreibt. Okay. Und da habe ich mir gedacht, dann baust du irgendwas Cooles. Dazu gehört dann noch dieser kleine Mac. Ja, der ist cool mit so Schraubenschlüssel. Ja. Ist das ein reguläres Modell? Ja, ist ein normales Modell. Ah, oh, cool. Ja, dazu dann noch die 10 Grotz. Da ist natürlich auch Mario dabei. Musst du auch, glaube ich, spielen, ne? Also Ja, Grotz genau. müssen auch bei sein. Ja. Ja. Da Mario. fehlt noch das M-Zeichen, aber das Ja. kriegt er noch. Dann ist es Mini Mario. Ja, die Warband ist halt am wichtigsten da drin, weil es gibt dir Masse Ja gut, du musst und es ja nochmal auch Pickups. mitnehmen, musst du Genau. mitnehmen. Aber halt Pickups mehr, damit du halt schnell mobil bist quasi. Ja. Einfach nach vorne rasen, ab geht's. Und nochmal 3 Nobs, weil die auch da drin sind, aber die sind auch halt nackt, weil Ist halt Punkte. Pflichtauswahl, ergo minimal gehalten und gut Genau. ist. Aber bei den Boys immer eine Kralle drin, Ja klar, sonst. weil Pflicht. Man könnte ja damit mal so einen Ritter auseinanderreißen oder eine Kapsel, die halt nervt. Ja Frage gut. ist dann. Auf Tabletop Masters hast du ja natürlich den Vorteil, dass du jetzt nicht mehr gegen mega monströse Kreaturen kämpfen musst, sondern es kann ja nur eine sein, eine Genau. gigantische Kreatur. Das heißt, das handelt man ja mittlerweile leichter. Ein Kriegskoloss. Ich habe halt auch einen Kriegskoloss dabei, aber es ist halt nicht dieser typische Kriegskoloss mit TK-Scheiß und so. Es ist halt nur ein Stärke 10 Warboss in Mega-Rüstung mit einem Zweier-Retter. Du musst, glaube ich, auch noch eine Auxiliary Genau, mitnehmen die oder so, oder? Auxiliary, die ich mitnehme, Ja. ganz billig und Die unverschämt. krasseste Formation, die es gibt bei den Orks. Ein Killer-Jet. Ja, Killer-Copter, ja. Ja. Richtig, oh ja, geil. Okay, also quasi dein Ziel ist es, einfach Linie aufstellen, erste Runde haben, 12 Zoll davon erfahren, 6, nee, 12 Zoll darfst du boosten, ne, 12 Zoll offiziell. boosten, es sei denn, ich hätte diese Red Paint mitgenommen. Also, rot ist ja schneller bekanntlich. Ist ja Jeder aber auch. egal, also rein theoretisch, wenn die Taktik stimmt und deine Pickups nicht explodieren, bist du quasi, wenn wir jetzt mal diesen Pickup nehmen, bist du eigentlich in Runde 1, stehst du Mittellinie und dann fährst du 12 Zoll vor, stehst du hier. Der Gegner nur noch eine Option, der kann nur noch die Pickups kaputt schießen, muss hoffen, dass das Ding explodiert, der Trupp da drin wird, glaube ich, nicht niedergehalten, oder? Du musst doch, glaube ich, so einen speziellen Ork-Test machen, ne? Irgendwie. Wenn ich niedergehalten werden sollte, muss ich einen Ork-Test Ja, machen. okay. Hier diese Tabelle für die Orks. Da würfel ich einen W6 und abhängig davon, was ich da würfel, kommt dann was. Da haut dann der Warboss den Orks auf die Fresse und dann kann es passieren, dass sie wegrennen oder bleiben dann halt stehen. Aber wenn ich dann die erste Runde habe, ignoriere ich ja halt komplett die Tabelle, weil dem netten Herrn Grasskul werden alle Ork-Modelle, die die Regel jetzt geht's los hat, furchtlos. Das heißt. Okay, also es ist ja optimal quasi. Das heißt, dir ist scheißegal, ob Runde 1 die Dinger explodieren, gibt es halt nur ein bisschen Schaden für die Boys hier. Ja. Das heißt, es sterben halt zwei, drei Leute, aber dafür bist du furchtlos. Dann kann der Gegner theoretisch vielleicht nichts angreifen. Gut, er könnte halt, kommt darauf an, wie was er Armeen hat, aber wenn nicht, gehst du nächste Runde einfach in den Nahkampf. Volles Genau. Bett. Also, wenn du die Runde 1 hast, bist du auf jeden Fall in der zweiten Runde im Nahkampf. Wenn du die Runde nicht die erste Runde hast, dann Ja ja, ein gut, bisschen dann. Hoffen und Bangen, aber du kommst auf jeden Fall in den Nahkampf. Und wenn der Nahkampftrupp hier sowieso ankommt. Ja gut, bei Orks muss ja nicht viel ankommen. Das ist ja Genau. das. Das heißt, wenn du Also. Runde 1 nicht hast und deine Dinger explodieren, hast du ja, ich meine, der Gegner muss ja erstmal 3, 6, 7 Pickups kaputt schießen. Klar, die haben Genau. leichte Panzerung, aber A, stehen die wahrscheinlich auch noch in Deckung, wenn du nicht die erste Runde hast. Und Das ist B, ist richtig. das ein Würfelspiel. Also. Da muss immer noch ein bisschen Glück dabei sein. Also grundsätzlich ist eigentlich, finde ich, jetzt eine ausgewogene Armee, ist halt nichts Übertriebenes, nicht zu viel. Pickups kann man ja natürlich noch übertreiben, ist schon viel, aber man braucht das halt, wenn du nach vorne Ja. kommst. Hast halt einen, ich hau dir auf die Fresse, Trupp. Zwei in dem Sinne, weil der Ja. Warboss, der bufft ja nochmal einen Boys-Trupp. Ja. Ja, gut, wer halt Orks kennt, der weiß halt, dass eigentlich ein 10-Mann-Trupp tatsächlich nicht zu unterschätzen ist, weil einfach der Wargboss mit der Energiekralle halt für die meisten Verluste versorgt und es halt wehtut. Und vor allem 10 Boys angegriffen, sind glaube ich 40 Attacken im Angriff, 3 und plus 1. Ja. Rasende Angriff haben die auch, ja? Ja, Stärke Stärke dazu. 4 haben die dann. Genau. Also es geht schon gut ab, also sie sind nicht unterzuschätzen. Also. Ja, Also ich aber muss bis. dazu sagen, bisher habe ich auch jeden vom Tisch gefegt mit der Liste, gegen den ich gezockt. Was? Ist das hier eine Herausforderung? Ja, theoretisch schon, ja. Also ich bin mal gespannt. Einen Kumpel will ich auf dem Turnier fordern. Aber auch just for fun, weil wir eine ruhige Runde mal so für den Einklang wollten, eventuell. Wenn es nicht zustande kommt, dann Pech gehabt, aber mal gucken, was da so geht.
Hier haben wir halt eine Liste, die sehr solide ist. Ja, ich finde die Pickups auch cool. Also wenn du da noch weiter umbaust, dann machst du die auch noch wieder, weil aktuell sind ja viele individuelle Pickups. Gerade der ist cool mit so kleinen Stacheldraht da drum. Den finde ich sehr cool mit dem Top. Wo ist dein Chef? Hier ist mein Chef-Pickup. Ja, voll geil mit so Geländestücken an der Seite, mit den vom Schrein des Aquila oder irgend sowas, ich weiß nicht Ja, genau. genau. Ich habe halt noch nicht geschafft, da zu malen. Wenn ihr das Projekt 250-Video gesehen habt, habe ich ja schon gesagt, ich bin gerade in die eigene Wohnung gezogen. Da muss man halt noch viel machen, wer es Ja gut, kennt. bei Works kannst du natürlich auch schnell und effektiv arbeiten, ohne dass es grundsätzlich kacke aussieht. Ja, genau. Also machbar ist es. Gut, ich schätze mal nicht, dass du fertig wirst zum Turnier mit Bemalung. Nee, leider Also, nicht, aber bei Fahrzeuge wahrscheinlich schon. Die Problem ist halt, du hast natürlich 10, 20, 30, es sind 40 halt. Boys am Mann. Wer diese typischen Massenarmeen kennt, das frisst halt eine Unmenge an Zeit, bis man sowas fertig kriegt, ne? Wobei, gut, du könntest halt Silber-Trockenbürsten überall, machst ein bisschen Hautgrün und dann, ja. Aber egal, lasst euch überraschen, vielleicht schaffst du es ja doch noch, vielleicht kriegt ihr irgendwie so einen Push. Ja, also mal wieder eine Orkliste auf dem Turnier, finde ich cool. Letztes Turnier bei uns waren auch zwei Orklisten, es war sogar, glaube ich, ein unter die Top 3 gekommen, muss ich nochmal nachschauen. Glaube ich, auch mit so einer Art ähnlichen Liste. Das ist Ja, eins zu eins dieselbe das ist Liste. dieselbe Liste, ah, okay. Ja, gut, man muss gestehen, Orks sind tatsächlich am besten, effektivsten durch diese Liste. Ja. Also, will jetzt nicht sagen, dass das Standard, also das nur der normale Ork-Kodex ist wahrscheinlich auch halt stark, keine Frage. Vorteil ist natürlich, wenn du dir Supplement spielst, dann sehe ich wirklich diese Sache mit, ja, deine Pickups gehen dir hoch und du ignorierst erstmal die Furchtlust, also die Genau. niederhalten. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Ja. Ja, dann werde ich ja mal sehen. Ich bin ja mit bei der Turnier-Orga. Mal gucken, was du da machst, abschneidest. Hohe Erwartungen, also Hohe Erwartung. Der ja. Schleppi ist ja auch noch am Start. Also muss Also, ja nicht letzte ab. wirst du schon mal nicht, meinst du? Selbst wenn, teile ich mir den letzten mit dem Schleppi. Ja, okay, dann schauen wir, dass wir das Video gleich schneiden und raushauen, dass ihr das noch vorher seht. Hoffentlich klappt das. Ja. Hoffen die Orks gefallen euch. Wenn ihr Anregungen, Tipps habt, ruhig rein. Ne? Vielleicht auch, könnt ihr auch Bilder posten oder irgendwas zeigen, wie sehen eure Pickups aus? Was gibt es da noch für Anregungen? Habt ihr noch coole Umbauten, Bitze oder irgendwas? Was macht ihr, um eure Pickups quasi zu individualisieren? Ja. Chimäre ist ziemlich eine coole Option, finde ich. Sticht halt mal raus. Ich habe ihn den Pain Train genannt. So ein Ja. bisschen mit Blut noch so, Ja, weißt an der Seite kommt, glaube ich, auch so eine Kettensäge raus. Ha? du? Ja, genau, da hinterm Auspuff, so schön versteckt hinterm Auspuff, damit es nochmal weh tut. Eine Abrissbirne in der Seite als frisch gelootet, ne? Also ihr wisst Bescheid. Ich Orks finde es cool, sind. dass du auf jeden Fall mit Orks antrittst, weil diese Standardsache mit Turnier und ich spiele nur Elder und nur hier Skyhammer und Annihilation Force. Kann man machen, okay, nichts Böses gegen euch, wenn ihr sowas spielt. Ist völlig legitim, ist ja ein Turnier. Aber ich finde es cool, wenn mal wieder so Underdogs antreten. Dark Elder finde ich super, wenn die antreten. Orks, was haben wir noch? Imperium ist eigentlich nicht mehr viel gesehen. Ja, dementsprechend lasst euch vielleicht inspirieren von dem Video. Zeigt mal, was ihr habt. Dann Ja. sind wir jetzt quasi raus und setzen uns mal an den Schleppi. Genau. Und ich werde meinen Warboss fertig machen hier mit Lucky Stick und so. Der muss noch cool werden fürs Ja, Turnier. den machen wir noch fetter. Ja, genau. Alles klar. Haut da rein. Das war's von uns. Bis nach dem Turnier.